ist die alte Schule und was festgestellt? Das stinkt ja, Herr Hauptkommissar. Das stinkt. Gut. Hat der Prüfer auch noch was festgestellt? Ich glaube, der Reifen ist hinten platt, aber nur unten. Oder, Herr Polizeischüler? Nee, der ist nicht platt. Was ist jetzt? Also unten ist er relativ voll und oben auch noch. Oben auch. Ja, ja. Gut. Also, ja, wie gesagt, und? Also ich würde ganz gerne auch mal das Thema mit dem CO2 prüfen, also... Aber nicht wieder, so nah dran. Warum nicht so nah dran? Nicht so nah. Weil wir heute noch keine Karneval haben. Ah, Mensch. Da merkt der Prüfer wenigstens, dass ich mit Leib und Seele dabei bin. Genau. Okay. Und im Notizbuch vermerken, Nase nicht direkt in den Auspuff stecken, sonst bekommt man schwarze Nase. Ehrlich? Ja. Okay. Haben wir einen Spiegel dabei? Spiegel haben wir natürlich nicht. Kannst du nachher nochmal nachschauen? Okay. Spiegel, gucken. Spiegel ist da. Spiegel haben wir da. Muss ja auch dran sein. Ist er noch aufgeregt, der Schüler, oder geht's? Ach du Schande. Ist nicht mehr so aufgeregt wie am Anfang. Er wird ruhiger. Wird ruhiger. Naja, mal gucken. Das sind alles Kapitel, wo ich wirklich intensiv gelernt habe. Man sieht ja auch, ich habe es gerade gesehen, ich bin mit Leib und Seele dabei. Also, ja. Da bin ich echt topfit in dem Kapitel. Kenn mich echt aus. So. Herr Hauptkommissar, jetzt kann ich dann weiterfahren? Machen wir so. Na, weiterfahren noch nicht. Wir sind ja noch nicht fertig. Machen wir. Naja, gut. Dann mit der Gucken, wir sind ja mitten in der Prüfung. Ja. Wissen Sie noch, letztes Jahr, bei dem ersten Simson-Sandhasen-Treffen in Waldorf, da sind die ganzen Fahrer alkoholisiert durch die Gegend gefahren. Die waren alle besoffen. Gibt's sowas heute auch hier? Ja! Oh! Naja, okay, dann müssen wir natürlich noch einen Alkotest machen, ne? Der Einzige, der nüchtern war letztes Jahr, war die Volkspolizei. Alle anderen besoffen, ja. Oh. So, okay, Alkoholtest. So, Alkoholtest beim Fahrer machen. Fahrer, genau. Was brauchen wir da? Alkomaten, ne? Ist das den aus Gold? Alkomaten. Muss ich auch was machen dabei? Nee, please. Ja, pusten. Sie müssten da pusten. Pusten. Ach, Scheiße, das ist das falsche Gerät. Jetzt haben Sie mir Ihr Bier gegeben. Wir haben noch neue haben Sie mir Ihr Bier Geräte. Gegeben. Das nimmst du zum Pusten, das für mich. Bitteschön. Und? Gut. Da ist nichts drin. Sag ich dir. Einmal frei. Tja. So. Mach mal da. Ja, wir fragen den Prüfer, ob du deine Prüfung bestanden hast. Als erstes. Oh, bitte zum dritten Mal. Bitte muss ich bestanden haben jetzt auch wirklich. Nee, also. Also mit Hemmen und Würgen. Also die Kapitel 3 und 4 gucken Sie sich bei Ihrem Hauptkommissar nochmal an. Ich muss jetzt alle Augen zudrücken, die ich habe. Ja. Das ist die dritte Prüfung. Sie haben bestanden. Was soll ich dazu sagen? Na, Gott sei Dank! Einmal frei, Beifall! Applaus! Dann habe ich eine Idee. Ja? Zur Feier des Tages, dass ich meine Prüfung bestanden habe zur Volkspolizei und nächstes Jahr beim dritten Simson-Sandhasen-Treffen als richtiger Kommissar bei der Volkspolizei in den Verkehrsdienst eintreten kann. Und dass heute das wunderschöne Wetter mitgespielt hat und wir eine wunderschöne Veranstaltung haben, trinken wir alle zusammen auf das zweite Simson-Sandhasen-Treffen in Waldorf. Jawohl. Wir haben natürlich, ich könnte nicht jeden einladen, es reicht gerade mal für die paar Polizisten hier oben und natürlich den Verkehrssünder. Ich darf jetzt drin, ich muss ja noch heim. Und der darf dann auch nach Hause fahren. Alles klar. Zumindest danke. Hier auf dem Gelände. Gut. Zum Wohl. Prost. Prost. Moment. So. Ja, ich hoffe, wir konnten euch ein wenig zum Lachen bringen nochmal. Wir wollen versuchen, das beizubehalten mit der Volkspolizei. Man kann es nicht jedes Jahr neu erfinden, aber wir denken uns immer was aus. Ich muss dazu sagen, wir haben das einmal geprobt, so 20 Minuten. Der Rest war einfach wieder improvisiert. Da wird es am besten.
Es geht um 16 Uhr jetzt gleich weiter mit der Auslosung der Tombola. Wir holen die Hauptpreise auf die Bühne und ja, dann gucken wir mal, wer sowas gewonnen hat. Beziehungsweise wer Glück hatte bei den Hauptpreisen. Um 16.30 Uhr dann die Siegerehrung von Joe und Shine und allen anderen Sachen. Bis gleich. Super, danke.